Bist du gerade dabei, deine Steuererklärung zu machen und weißt nicht genau, wie du deine EÜR erstellen sollst und wie du die EÜR, also die Zahlen, dann in deine Steuererklärung bekommst, dann bist du hier genau richtig, denn wir gehen den ganzen Prozess mit Elster Online einfach mal gemeinsam durch. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du Freiberufler bist, dann musst du immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und immer wenn du Gewerbetreibender bist, also Einzelunternehmen, aber gewerbetreibend, dann musst du auch eine Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn du unter 60.000 Euro Gewinn im Jahr bist und unter 600.000 Euro Umsatz pro Jahr. Das heißt, in diesen Fällen musst du immer zum Abschluss deiner Buchhaltung einmal im Jahr eine Einnahmenüberschussrechnung machen und diese Zahlen aus der Einnahmenüberschussrechnung dann in die Anlage EÜR übertragen. Und das geht am besten mit Elster Online. Wenn wir die Anlage EÜR erstellen wollen, starten wir wie immer eigentlich auf dem Startbildschirm von Elster Online. Wir loggen uns ein, sehen dann unseren Account und dann gehen wir auf der linken Seite im Menü unter Formulare und Leistungen einmal auf alle Formulare und sehen dann schon an dritter Position die Einnahmenüberschussrechnung, das heißt die Anlage EÜR, und öffnen sie mit Klick darauf. Im nächsten Schritt können wir das Jahr auswählen. Wir wollen jetzt die Steuererklärung für letztes Jahr machen, das heißt wir nehmen 2021 und klicken auf Weiter. Im nächsten Schritt haben wir die Möglichkeit, wie auch bei allen anderen Formularen, die Informationen aus dem Vorjahr zu übernehmen. Jetzt sieht man hier, ich habe noch keine EÜR mit Elster Online gemacht. Die Übernahme Die ergibt immer dann Sinn, wenn die Stammdaten gleich geblieben sind. Das heißt, deine Adresse, dein Name und deine Tätigkeit, die ändern sich ja nicht ganz so häufig. Das heißt, da lohnt es sich, einfach eine Datenübernahme zu machen und dann einfach nur die Umsätze und die Ausgaben anzupassen. Wenn du das genauso wie ich in diesem Fall das erste Mal machst, klickst du einfach auf ohne Datenübernahme fortfahren. Im nächsten Schritt musst du noch einmal genauer angeben, was du genau machen möchtest. Denn die Anlage EÜR ist nicht nur ein Dokument, war früher nicht nur ein Stück Papier, sondern besteht aus mehreren. Ich möchte gar nicht auf alle hier einzeln eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde, sondern ich gehe immer auf die Punkte ein, die wahrscheinlich für 95% von euch ausreichen werden. Und das ist einmal die Anlage EÜR, das heißt, es ist das Hauptformular, die Einnahmenüberschussrechnung, und dann gibt es noch die Anlage AV-EÜR, die auch dazu gehört. AV steht für Anlagevermögen. Immer dann, wenn du Investitionsgüter in deinem Unternehmen hast, die du über mehrere Jahre abschreiben musst, dann solltest du auch den Haken bei AV-EÜR setzen. All die anderen Dinge, also die Anlage SZ, die Anlage SE, die Anlage AVSE, ER und LUF, die kannst du eigentlich in den allermeisten Fällen weglassen. Genauso mache ich es jetzt hier auch, weil es sonst einfach zu lang wird, das Video. Der Aufbau der Anlage EÜR ist übrigens genauso wie der Aufbau von allen anderen Elster-Formularen. Und zwar hast du hier einmal ganz oben drei Reiter, und zwar einmal den Bereich der Dateneingabe, einmal den Bereich der Prüfung. Da prüft das Elster Online-System, ob das plausibel ist, was du da eingegeben hast. Und dann hast du ganz am Ende nochmal die Möglichkeit, deine Angaben dir auch nochmal anzuschauen und das Formular an das Finanzamt zu senden. Und auf der linken Seite, auch wie immer, hast du diesen kleinen Punkt. Und wenn du da drauf klickst, siehst du das Menü, was quasi vor dir liegt. Das heißt, du siehst die Struktur des Formulars. Und hier sehen wir die Anlage EÜR und die Anlage AV-EÜR und sehen dann auch schon, was wir da alles eintragen müssen. Und du kannst mit Klick auf die jeweiligen Menüpunkte auch schon zu den einzelnen Punkten springen. Kommen wir aber zurück zu der Dateneingabe. Wenn wir mit der Dateneingabe beginnen, können wir erstmal unsere Informationen, unsere Daten, die wir in dem Elster Online-Profil eingetragen haben, übernehmen. Das habe ich dir in dem Überblicksvideo zur Elster Online schon mal erklärt, dass du bei Elster Online deine persönlichen Daten, also Name, Adresse, Steuernummer und so weiter, bei Elster Online hinterlegen kannst, damit du es nicht jedes Mal einzeln für jedes Formular nochmal separat eintragen musst. Das heißt, hier könntest du diese Daten, die du da gespeichert hast, einfach übernehmen. Habe ich in dem Fall nicht gemacht, deswegen muss ich das Schritt für Schritt machen. Und zwar als erstes wird die Steuernummer abgefragt. Wichtig an dieser Stelle, hier wird nach der Steuernummer gefragt, die du hast für deine Einkommensteuer, weil die Anlage EÜR ein Teil der Einkommensteuererklärung ist. Deswegen musst du hier einmal die Steuernummer wählen, die du für deine Einkommensteuer bekommen hast und nicht die du eventuell abweichend davon für die Gewerbesteuer oder Umsatzsteuer bekommen hast. Das heißt, du wählst erst das Bundesland aus, trägst deine Steuernummer ein und siehst dann auch dein zuständiges Finanzamt. Zum nächsten Schritt kommen wir dann, wenn wir einfach auf nächste Seite klicken. Und auf der nächsten Seite sehen wir
auch einmal die Struktur, das heißt das, was wir auch auf der linken Seite uns anschauen können, wie eigentlich das Formular aufgebaut ist. Das heißt, wenn du nicht alles hast, dann kannst du hier direkt reinspringen in die einzelnen Punkte und es direkt ausfüllen. Da ich mit dir aber gemeinsam das ganze Formular Schritt für Schritt von Anfang bis Ende durchgehen möchte, klicke ich hier auch einfach auf nächste Seite. Anfangen tun wir wie immer eigentlich mit deinen persönlichen Daten. Und da ist relativ wichtig, wie heißt eigentlich dein Unternehmen. Da sehe ich tatsächlich auch schon relativ häufig Fehler, denn viele Solo-Selbstständige geben sich irgendwelche Fantasienamen. Aber wenn du als Einzelunternehmen nicht im Handelsregister eingetragen bist, dann darfst du dir keinen Fantasienamen geben und dein Unternehmen heißt immer so, wie du heißt. Mein Unternehmen würde Neumann heißen, mein Vorname ist dann Melchior und das ist der Name meines Unternehmens. Natürlich kann ich meine Webseite anders nennen und so weiter, aber fürs Finanzamt ist mein Name auch der Name des Unternehmens. Dann die Straße, Hausnummer, Adresse und so weiter, das kriegst du auch hin ohne meine Hilfe. Der nächste Punkt ist dafür wichtiger und zwar das abweichende Wirtschaftsjahr. Ich kann davon dringend abraten, dass du ein abweichendes Wirtschaftsjahr wählst, aber theoretisch ist es möglich, dass du dein Wirtschaftsjahr, also der Zeitraum, in dem du deinen Gewinn ermittelst, für den du deine Einnahmenüberschussrechnung machst, dass das nicht gleich dem Kalenderjahr ist. Das heißt, dass du zum Beispiel zum 30.06. deine Einnahmenüberschussrechnung machst und nicht zum 31.12. Das ergibt in den allermeisten Fällen keinen Sinn. Es gibt aber so ein paar Beispiele, da kann das durchaus Sinn ergeben. Zum Beispiel Unternehmen, die zum 31.12., also zum Stichtag des Jahresabschlusses, gerade Hochsaison haben. Zum Beispiel ein Hotel in einem Skigebiet. Oder aber Fußballvereine, wo die Saison von Sommer bis Sommer geht. Wenn du jetzt kein Hotel in einem Skigebiet bist oder kein Fußballverein bist, dann muss ich dir ehrlicherweise sagen, dann lass das lieber und dann lass das auch hier lieber leer und wähle lieber die Möglichkeit, dass das Kalenderjahr das Wirtschaftsjahr ist. Das Ganze erspart dir erhebliche Arbeit. Dann ist auch wichtig im nächsten Schritt unbedingt, dass du die Art des Betriebes, das heißt, was tust du eigentlich? Hier kannst du jetzt Ernährungsberatung, Life-Coaching, Erstellung von YouTube-Tutorials oder was auch immer eintragen. Wichtig, hier sollte auch das stehen, was du natürlich auch bei der Registrierung beim Finanzamt angegeben hast. Das heißt, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt und hast da eine Tätigkeit reingeschrieben. Die musst du hier natürlich jetzt auch eintragen. Im nächsten Schritt ist deine Rechtsform entscheidend. Deine Rechtsform ist erstmal ein Einzelunternehmen. Du kannst hier ganz unten einmal finden, zum Beispiel die Angehörigen der freien Berufe, das sind die Freiberufler, oder sonstige selbstständig tätige Personen, das wären zum Beispiel Gewerbetreibende. Ich wähle für mich jetzt erstmal, ich bin Angehöriger eines freien Berufes aus. Die nächste Frage ist die Frage nach der Einkunftsart. Und da hast du drei Möglichkeiten. Entweder hast du einen Gewerbebetrieb, du hast einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb oder du hast eine selbstständige Tätigkeit. Und hier gibt es relativ viele Fragezeichen von Selbstständigen, denn die Unterscheidung zwischen Gewerbebetrieb und Freiberuflichkeit ist immer irgendwie verwirrend und es ist auch ein bisschen nervig, dass die freiberufliche Tätigkeit in der Steuererklärung immer selbstständige Arbeit heißt. Die Selbstständigen, die aber Gewerbetreibende sind, eine Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben. Das heißt, da gibt es immer mal wieder Verwirrung. Wenn du da nicht sicher bist, was eigentlich auf dich zutrifft, dann schau dir mal das Video an, was ich dir jetzt oben rechts verlinke. Da bin ich ganz im Detail darauf eingegangen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Freiberuflichkeit und einem Gewerbebetrieb. Auch ganz wichtig, die Angabe hier muss natürlich zu der Angabe in der Zeile darüber passen. Das heißt, wenn ich jetzt in Zeile 6 eingetragen habe, dass ich Angehöriger eines freien Berufes bin, dann ist meine Einkunftsart natürlich auch die selbstständige Tätigkeit. Im nächsten Schritt musst du angeben, wem jetzt eigentlich diese Selbstständigkeit gehört. Das dürfte in allermeisten Fällen, zumindest wenn du solo-selbstständig bist, die letzte Auswahl sein, und zwar die steuerpflichtige Person. Das bedeutet dann, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich steuerpflichtig und bin auch der Inhaber meines Unternehmens. Dann gibt es noch ein paar Angaben dazu, ob du in dem Kalenderjahr mit deinem Unternehmen irgendwie aufgehört hast. Weil du zum Beispiel einfach deine Selbstständigkeit beendet hast oder weil du dein Unternehmen verkauft hast. Das dürfte ja in den allermeisten Fällen nicht zutreffen. Aber wenn das in einem Fall mal zutreffen sollte, dann kannst du das hier eintragen. Und dann kommen wir zu dem Punkt Steuernummer. Und zum Thema Steuernummer gibt es immer wieder Verwirrung und ehrlicherweise bei mir auch immer, weil Selbstständige mehrere Steuernummer haben können, aber nicht müssen. Und zwar hast du eine Steuernummer für deine private Einkommensteuer. Wenn du aber woanders arbeitest, als du wohnst, das heißt, wenn dein Unternehmen woanders registriert ist, als wo dein Wohnsitz ist, dann kann es sein, dass du eine zweite andere Steuernummer für deine betrieblichen Steuerarten hast. Und das ist auch die Steuernummer, also die betriebliche Steuernummer, die du im Schritt davor eintragen musstest. Hier musst du jetzt aber dem Finanzamt deine private Steuernummer für deine Einkommensteuer eintragen.
Denn fürs Finanzamt ist natürlich wichtig, welcher Betrieb gerade die Einnahmenüberschussrechnung macht. Fürs Finanzamt ist aber auch wichtig, zu welcher Einkommensteuer, also zu welcher Privatperson gehört dieser Betrieb eigentlich. Und deswegen musst du hier auch nochmal deine private Steuernummer angeben, damit das Finanzamt diese Connection hat. Im nächsten Schritt, also im Schritt 2, musst du angeben, wer dir bei deiner Steuererklärung geholfen hat. Also im Klartext, welcher Steuerberater hat dir dabei geholfen. Und diese Felder kannst du eigentlich fast immer leer lassen, weil entweder hast du keinen Steuerberater und musst dich selbst mit Elster Online rumschlagen, oder du hast einen Steuerberater und dann hoffe ich inständig für dich, dass du dich nicht mit Elster Online rumschlagen musst, sondern dass dein Steuerberater das für dich macht. Wenn du unser Mandant bist beispielsweise, dann brauchst du Elster Online gar nicht, sondern wir kümmern uns um alles. Deswegen eigentlich in welchen Fällen auch immer, egal ob du Hilfe hast oder keine Hilfe hast, hier trägst du fast nie irgendwas ein. Deswegen können wir diesen Schritt auch einfach überspringen. Der nächste Schritt ist dafür deutlich interessanter. Und zwar geht es da um die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Das heißt, wie viel Cash hast du dieses Jahr gemacht? Und das ist aufgegliedert nach unterschiedlichen Positionen. Was viele Leute verwirrt ist, die meisten Positionen lässt du leer, weil die meisten Positionen hast du in der Regel halt einfach nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einen wichtigen Hinweis geben. Und zwar sehe ich das immer wieder und kriege auch ganz viele Fragen dazu, was denn jetzt irgendwie richtig oder falsch ist. Viele Selbstständige haben Angst, etwas in das falsche Feld zu schreiben. Natürlich darfst du jetzt einen Umsatz nicht in Kosten eintragen, das ist relativ klar. Aber ob du etwas als Bürokosten oder Telefonkosten beispielsweise kategorisiert hast, ist eigentlich ziemlich egal. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf deine Steuerberechnung. Wichtig ist da nur, dass du es einheitlich machst. Wenn du eine monatlich wiederkehrende Telekom-Rechnung bekommst, dann solltest du sie nicht jeden zweiten Monat auf Bürokosten und jeden anderen zweiten Monat dann auf Telefonkosten buchen. Das ist immer schlecht. Buche bitte einheitlich mit System, aber dann ist es nicht so wichtig, auf welche Kostenposition du das jetzt gebucht hast. Schauen wir uns aber erstmal die Umsatzkategorien an. Und zwar als erstes geht es um die Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Wenn du Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerin bist, dann trägst du hier deine Umsätze ein. Du hast hier auch immer Möglichkeiten, wie übrigens bei allen anderen diesen Feldern, selbst Felder hinzuzufügen. Das heißt, wenn du unterschiedliche Einkommensquellen hast oder unterschiedliche Arten, womit du Umsatz machst, dann kannst du das hier aufführen. Wenn ich zum Beispiel YouTube-Videos mache, also Videos produziere und vor Ort Trainings gebe, dann kann ich das hier eintragen. Zum Beispiel Videoproduktion. Und damit habe ich im letzten Jahr 5.000 Euro gemacht. Und wenn ich jetzt aber auch vor Ort Trainings gemacht habe, weil ich vielleicht das, was ich jetzt gerade hier in einem Video mache, auch vor Ort mache und dafür eine Gage bekomme, kann das ja eine weitere Einkunftsart sein. Dann kann ich hier einfach ein weiteres Feld hinzufügen und zum Beispiel sagen Vorträge. Und damit habe ich letztes Jahr 10.000 Euro Umsatz gemacht und kann das einfach bestätigen. Die große Frage jetzt hier ist natürlich, wie detailliert sollte man das Ganze eigentlich machen? Und da gibt es keine gesetzliche Vorschrift. Natürlich grundsätzlich ist es manchmal praktisch, dem Finanzamt nicht zu viel über die eigenen Finanzen mitzuteilen. Deswegen kannst du das ruhig schon grob zusammenfassen. Das Problem ist, wenn du das zu grob zusammenfasst, dann läufst du halt immer Gefahr, dass das Finanzamt anschließend nochmal Rückfragen stellt und du eine ganze Reihe an E-Mail-Verkehr oder Briefverkehr mit dem Finanzamt hast, weil sie verstehen wollen, was du eigentlich genau machst. Deswegen würde ich dir grundsätzlich sagen, fass das grob zusammen. Du solltest aber nie mehr als 3 oder 4 Positionen unter Umsätzen und den Ausgaben haben. Wenn das inhaltlich keinen Sinn ergibt, das aufzugliedern, dann mach's halt einfach nicht. Ist dadurch nicht richtiger oder falscher. Deswegen hier das Beispiel als Kleinunternehmer. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Bereich für Kleinunternehmer. Da möchte ich gar nicht so im Detail jetzt an dieser Stelle drauf eingehen. Ich habe zum Thema Kleinunternehmerregelung eine ganze Videoreihe aufgenommen. Das heißt, es gibt eine ganze Playlist für Kleinunternehmer. Schau da also gerne einmal vorbei. Ich verlinke dir das gerne auch einmal oben rechts und in der Videobeschreibung. Deswegen schau dir bitte diese Videos an. Land- und Forstwirtschaft dürfte für die meisten von euch auch nicht interessant sein. Was die meisten von euch haben sollten, sind umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen. Das sind all deine Einnahmen, ganz normalen Einnahmen, wo du eine Rechnung schreibst, Umsatzsteuer ausweist und Geld dafür bekommst. Das alles trägst du hier ein, wie gesagt, aufgegliedert, so wie es Sinn ergibt. Und dann hast du ja unter Umständen auch Umsätze, die irgendwie umsatzsteuerfrei sind, wo der Leistungsempfänger irgendwie im Ausland ist und der muss sich dann um die Versteuerung kümmern. Vielleicht hast du Corona-Hilfe bekommen. Das heißt, es gibt ja auch noch eine ganze Reihe an Einnahmen, die irgendwie nicht so ganz passen. Und dafür gibt es
das nächste Feld. Da steht Umsatzsteuer oder nicht steuerbare Betriebseinnahmen, auch Hilfe und Zuschüsse aufgrund der Corona-Pandemie, sowie Betriebseinnahmen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz schuldet. Diese, wo der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, das Ganze kennt man auch unter dem Begriff Reverse Charge. Wenn du nicht genau weißt, was das Reverse Charge-Verfahren ist und ob du sowas auch hast, dann schau auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Da gehe ich in einem Video ganz explizit darauf ein, was das ist und wann du so eine Rechnung ausstellen musst. Und all diese Umsätze trägst du auch hier ein. Ganz wichtig, du trägst grundsätzlich da überall die Nettobeträge ein. Das heißt, auch bei den umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen, trag da nur die Nettobeträge ein. Denn, wir sehen es im nächsten Punkt, die vereinnahmte Umsatzsteuer sowie die Umsatzsteuer auf die unentgeltlichen Wertabgaben, das ist eine eigene Position. Das heißt, in der nächsten Position trägst du dann die Umsatzsteuer ein, weil die natürlich auch Teil deiner gesamten Umsätze sind. Dann gibt es noch, als wichtigen Punkt, darauf möchte ich unbedingt noch eingehen, ist die Veräußerung und Entnahme von Anlagevermögen. Gehen wir mal davon aus, du kaufst ein Smartphone. Ein Smartphone muss über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Jetzt merkst du aber nach einem Jahr, das Smartphone ist noch nicht abgeschrieben, dass es nicht mehr ausreichend ist und du veräußerst es. Das heißt, du verkaufst das auf eBay Kleinanzeigen oder gibst das in Zahlung oder wie auch immer. Dann veräußerst du ja Anlagegegenstände und kriegst dafür unter Umständen Geld. Auch das sind ja Umsätze. Die haben zwar nichts mit deinem Kerngeschäftsmodell zu tun, aber es sind natürlich Umsätze, die dein Unternehmen irgendwie generieren und die musst du hier eintragen. Und dann gibt es ein ganz, ganz wichtiges Thema und dieses Thema wird von vielen Leuten unterschätzt und zwar die Leistungsentnahme aus einem Unternehmen. Wenn dein Unternehmen Vermögensgegenstände hat und du diese Leistung oder diese Gegenstände auch privat nutzt, dann musst du das versteuern. Das häufigste Beispiel ist der Firmenwagen. Wenn du einen Firmenwagen hast, den du aber auch privat fährst, dann musst du diese private Nutzung, das heißt die Kosten, die durch die private Nutzung anfallen, auch versteuern. Wie Einnahmen, wie ein Umsatz, den du dann auch versteuern musst. Die Ermittlung, das heißt diese Berechnung des privaten Anteils, das heißt wie viel musst du da eigentlich versteuern, dafür gibt es durchaus mehrere Methoden. Zum Beispiel die Fahrtenbuchmethode oder die 1% Methode. Das würde hier vollständig den Rahmen sprengen. Ich habe eine ganze Playlist zum Thema Firmenwagenversteuerung oder Berechnung des privaten Nutzungsanteils. Deswegen schau da unbedingt vorbei. Du findest in der Videobeschreibung die ganze Playlist auch verlinkt. Und das, was für Autos gilt, gilt auch für alle anderen Dinge. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Smartphone hast und das ist ein Firmensmartphone und du benutzt es auch privat, auch dann musst du diese Leistungsentnahme versteuern. Genauso wie beim Auto. Auch da musst du natürlich den Nutzungsanteil, den privaten Nutzungsanteil irgendwie berechnen und das ist dann dein Umsatz oder deine Leistungsentnahme, den du wie Umsatz auch versteuern musst und den trägst du dann hier ein. Ganz unten hast du dann die Summe der Betriebseinnahmen. All die Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, zusammen ist dein Gesamtumsatz eines Jahres. Nachdem wir jetzt die ganzen Umsätze und Betriebseinnahmen zusammengerechnet haben, kommt es jetzt zu dem spaßigen Teil und zwar zu den Betriebsausgaben. Warum ist Geld ausgeben so spaßig? Na, weil es deinen Gewinn reduziert und dafür sorgt, dass du weniger Steuern zahlen musst. Du siehst, ich scroll hier einmal ganz kurz durch, hier gibt es sehr viele Positionen. Und wie ich eben schon gesagt habe, es ist nicht so wichtig, wo du etwas einträgst. Wichtig ist, dass du es konsequent gleich machst, also nicht ständig hin und her wechselst und hin und her springst. Und auch hier gilt, du musst nicht jede Position einzeln über 20 unterschiedliche Kategorien erklären, sondern trag da einfach deine Zahlen ein. So wie Sinn ergibt, das noch zu bündeln, kannst du denn mehrere Zeilen einfügen. Das muss aber nicht super detailliert sein. Gehen wir einfach mal die Punkte durch. Ich möchte jetzt nicht zu jedem einzelnen Punkt was sagen, weil es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Aber so die wichtigsten Punkte, von denen du mal gehört haben solltest, zu denen werde ich mal so ein bisschen was sagen. Das erste sind die Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschließlich der Nebenkosten. Das heißt, wenn du irgendwie Versandhandel betreibst, dann musst du ja Waren einkaufen, die du verkaufen kannst und so weiter. Das kannst du hier eintragen. Wenn du im Dienstleistungsbereich tätig bist, also nicht handelst, sondern, keine Ahnung, beispielsweise Webseiten erstellst, dann beauftragst du vielleicht aber auch einen Designer oder einen Programmierer für einzelne Tätigkeiten. Das sind dann die bezogenen Leistungen, zum Beispiel Fremdleistungen, die du hier eintragen kannst. Wenn du die Leute einstellst, weil du sagst, ey, ich habe so viele Tätigkeiten, wo ich immer wieder einen Designer brauche, vielleicht stelle ich einfach einen Designer an, ist günstiger für mich, dann sind das Ausgaben für das eigene Personal. Und da zählst du auch alle Ausgaben zusammen. Das heißt, die Nettogehälter, die Versicherungsbeiträge, die Lohnsteuer und so weiter. All das in einer Summe geht dann einmal hierhin. Der nächste Punkt, ebenfalls sehr wichtig, ist die Absetzung für Abnutzung oder umgangssprachlich Abschreibung. Die musst du oder kannst du auch gar nicht hier eintragen.
denn wir kommen gleich ja noch zu AVEUR, das heißt zum Anlagevermögen. Und wenn du das richtig eingetragen hast, dann füllen sich hier quasi diese Felder automatisch. Das heißt, die jährlichen Beträge, die du für die Absetzung absetzen kannst von der Steuer, die füllen sich dann automatisch ein, wenn wir denn die AVEUR richtig ausgefüllt haben. Ein ganz wichtiger Punkt, den du kennen solltest, weil gerade mit dem Bereich Investitionen lässt sich hervorragend Steuern sparen. Und zwar sind da einige Regelungen geschrieben in dem Paragraph 7G Einkommensteuergesetz. Du musst nicht unbedingt wissen, dass es 7G Einkommensteuergesetz ist, aber du solltest unbedingt einmal vom Investitionsabzugsbetrag gehört haben und von der Sonderabschreibung. Beides sind hervorragende Möglichkeiten, wie du Steuern sparen kannst. Und zu beiden Themen habe ich auch schon mal ein vertieftes Video gemacht. Die findest du beide unten in der Videobeschreibung. Deswegen unbedingt da vorbeischauen, wenn du das Gefühl hast, dass du dieses Jahr ein bisschen zu viel Gewinn gemacht hast und gerne ein wenig weniger Steuern zahlen möchtest. Und natürlich gibt es auch Anschaffungen, die du zwar langfristig irgendwie nutzt, und natürlich gibt es auch Dinge, die du zwar langfristig im Unternehmen benutzt, die du aber nicht abschreiben musst, weil sie unter 800 Euro gekostet haben. Das sind die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter. Wenn ich mir beispielsweise eine Maus oder eine Tastatur für 100 Euro kaufe, dann kann ich die hier einfach eintragen und dann muss ich die nicht über mehrere Jahre abschreiben. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Kosten. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein, aber hier Miete für Geschäftsräume, Miete für die doppelte Haushaltsführung, beispielsweise Telekommunikation, Übernachtungs- und Reisekosten, Fortbildungskosten. Übrigens, Fortbildungskosten ist eine Position gewesen, wo ich so häufig Rückfragen schon bekommen habe. Wenn du etwas höhere Fortbildungskosten als üblich oder als gewöhnlich hast, vielleicht weil du noch ein Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Studium machst und das als Betriebskosten, als Betriebsausgabe gebuchen möchtest, dann solltest du das hier definitiv ein bisschen detaillierter machen, weil das Finanzamt wird dich hundertprozentig fragen, wenn du es nicht machst. Dann gibt es Kosten für Rechtssteuerberatung, Buchführung, Miete und Leasing und so weiter. Da muss ich, glaube ich, jetzt nicht zu jeder Position einzeln was sagen. Das heißt, hier trägst du einfach die Zahlen Stück für Stück ein. Es gibt aber noch ein paar Punkte, auf die möchte ich ein bisschen vertiefender eingehen. Und zwar, hier unten geht es um den Bereich beschränkt abziehbare Betriebsausgaben oder, um es genau zu sagen, die Anteile, die du nicht absetzen kannst. Denn du kannst nicht alle Ausgaben von der Steuer absetzen, auch wenn sie betrieblich veranlasst sind. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel sind Bewirtungskosten. Wenn du mit Geschäftspartnern essen gehst, dann machst du das wahrscheinlich, um irgendwie Aufträge zu akquirieren oder ein Projekt zu besprechen oder wie auch immer. Und du kannst die Kosten auch absetzen, aber nur in Höhe von 70%. Das heißt, nur 70% deiner Bewirtungskosten kannst du als Betriebsausgabe geltend machen. 30% sind immer nicht abziehbare Betriebskosten. Warum? Weil das Finanzamt sagt, selbst wenn du mit Geschäftspartnern sprichst, du wirst bei dem Essen trotzdem satt. Und satt werden ist eine Privatangelegenheit. Und das Finanzamt war einfach mal so frei zu sagen, der Nutzen dieses Geschäftsessen ist zu 30% satt werden und zu 70% neues Business akquirieren oder Projektbesprechung. Das ist der Grund, warum du 30% deiner Bewirtungskosten nicht absetzen kannst. Eine andere Betriebsausgabe, die du nicht absetzen kannst, das heißt, die deinen Gewinn nicht reduzieren kann und mit der du keine Steuern sparen kannst, sind Geschenke an Geschäftspartner über 35 Euro. Wenn du über 35 Euro pro Geschenk, also pro Geschäftspartner pro Jahr an Geschenken verschenkst, dann kannst du diese Kosten nicht von der Steuer absetzen. Du kannst sie natürlich trotzdem machen. Das kann betriebswirtschaftlich auch durchaus Sinn ergeben, aber steuerlich hast du dann keinerlei Vorteile mehr davon. Und die Ausgaben musst du hier trotzdem einmal auffüllen. Siehst du auch einmal die Geschenke, dann gibt es die Geschenke abziehbar, das sind dann halt die unter 35 Euro, dann gibt es die Bewirtungskosten und so weiter. Ein anderer wichtiger Punkt, ich habe gerade schon darüber gesagt, dass Sattwerden eine Privatangelegenheit ist. Das ist auch so. Aber wenn du betrieblich jetzt unterwegs bist, auf Messen, auf Seminaren, auf wo auch immer, wenn du betrieblich unterwegs bist, dann musst du dich ja unterwegs verpflegen. Und sich unterwegs zu verpflegen, ist meistens ja irgendwie teurer als zu Hause zu essen. Das heißt, dir entsteht irgendwie ein Mehraufwand, mehr Kosten für deine Verpflegung. Und es gibt eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwand. Dadurch, dass du unterwegs bist, hast du wahrscheinlich höhere Kosten, die betrieblich veranlasst sind. Das heißt, hier geht es nicht mehr um satt werden, sondern nur um den Mehraufwand. Und dafür gibt es Pauschalen. Du musst jetzt nicht die Belege sammeln, die du an der Imbissbude, Supermarkt, Restaurant oder wo auch immer bekommen hast für die Verpflegung unterwegs, sondern du musst, wenn du unterwegs bist, betrieblich, musst du dokumentieren, wie lange du unterwegs bist und kannst dann Pauschalen ansetzen. Dazu habe ich auch ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du in der Videobeschreibung. Und unter diesem Video habe ich einige Fragen bekommen, wo man das Ganze denn macht, wo trägt man das eigentlich ein? Die Antwort ist hier.
Verpflegungsmehraufwand abziehbar. Hier trägst du bitte deine Verpflegungsmehraufwendungen für das entsprechende Jahr ein und damit reduzieren diese Aufwendungen dann auch deinen Gewinn und du sparst Steuern. Wenn wir das alles eingetragen haben, dann haben wir ganz unten die Summe der Betriebsausgaben. Wir haben jetzt erstmal alle Betriebseinnahmen zusammengerechnet, jetzt haben wir alle Betriebsausgaben zusammengerechnet und das Ergebnis ist dein Gewinn oder dein Verlust. Es gibt noch so ein bisschen Kosmetik, würde ich sagen, die deinen Gewinn auch nochmal beeinflussen können. Allerdings für 90-95% von euch dürfte das die Arbeit gewesen sein und ihr habt damit euren Gewinn aus eurer selbstständigen Tätigkeit ermittelt. Es gibt aber noch so ein paar Dinge, auf die möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Die nächsten Punkte, die kannst du aber wirklich in den allermeisten Fällen grob überspringen. Aber wenn du beispielsweise einen Investitionsabzugsbetrag gebildet hast in den letzten Jahren, dann musst du diesen Investitionsabzugsbetrag auch irgendwann auflösen. Ich verweise da gerne für mehr Informationen an das Video, was ich erwähnt habe, in der Videobeschreibung. Aber hier zum Beispiel musst du auch die Investitionsabzugsbeträge aus 2016 auflösen oder 17 oder 18 oder 19 oder 20. Du siehst, hier sind ganz, ganz viele Felder, die du noch irgendwie eintragen kannst. Wenn du aber nie einen Investitionsabzugsbetrag gebildet hast, dann lass das alles leer. Und dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, gerade im Bereich, wenn du im Betriebsvermögen Anteile an Personengesellschaften hältst, hier zum Beispiel, oder auch Kapitalvermögen, dann musst du dich bitte noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigen. Aber für die allermeisten von euch dürften diese ganzen Felder nicht interessant sein. Und hier ganz unten siehst du das auch noch einmal aufgelistet und dann hast du hier ganz unten deinen steuerpflichtigen Gewinn bzw. Verlust und das ist dann das, das in deine Steuererklärung und deine Einkommensteuererklärung einfließt und das ist das Einkommen, worauf du auch Steuern zahlen musst. Auch der nächste Punkt geht es um Rücklagen und stille Reserven, für die meisten von euch weniger interessant. Was tatsächlich interessanter ist, ist der ganze Bereich Anlagevermögen, das heißt die Anlage AVEUR. Und wie wir uns schon angeschaut haben, sind natürlich die Abschreibungszahlen dann wiederum relevant auch für die Anlage EUR. Das heißt, das dürfte für die allermeisten für euch wieder relevant sein und deswegen schauen wir uns mal genauer an, was wir hier angeben können. Bei dem Anlagevermögen möchte ich jetzt nicht einfach durch jede Seite klicken, weil ehrlicherweise sehen sie fast alle gleich aus. Wir schauen uns einfach mal die unterschiedlichen Kategorien an Anlagevermögen an und gehen wir einfach mal die unterschiedlichen Kategorien durch. Die erste Kategorie sind Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Wenn du Grundstücke kaufst in deinem Betriebsvermögen, das heißt als dein Unternehmen ein Grundstück kaufst, dann musst du das selbstverständlich als Anlagevermögen aufnehmen. Was du auch betrieblich kaufen kannst, ist dein häusliches Arbeitszimmer. Wenn du beispielsweise ein Haus kaufst und da drin ist dein Arbeitszimmer, dein häusliches Arbeitszimmer, dann kann dein häusliches Arbeitszimmer in dein Betriebsvermögen aufgenommen werden, auch wenn der Rest des Hauses quasi in dein Privatvermögen ist. Hat auch einige Nachteile. Ich möchte hier an dieser Stelle nur einmal sagen, du kannst es zumindest machen. Was deutlich häufiger der Fall sein sollte, ist die dritte Kategorie und zwar immaterielle Wirtschaftsgüter. Das sind alle Wirtschaftsgüter, die du nicht so anfassen kannst. Das sind so Lizenzen, Gebühren und so weiter. Ich persönlich habe einige immaterielle Wirtschaftsgüter immer in meiner Buchhaltung gehabt und zwar Domains. Wenn ich mir eine Domain gekauft habe, war das das Recht, diesen Namen zu benutzen und ich habe die Domains teilweise von jemand anderem gekauft, das hat ein paar tausend Euro gekostet und das musste ich natürlich irgendwie aktivieren als Anlagevermögen und das sind klassische immaterielle Wirtschaftsgüter. Was aber mit Abstand am häufigsten vorkommen sollte, auch in deinem Fall, sind die beweglichen Wirtschaftsgüter ohne GWG, also ohne geringwertige Wirtschaftsgüter. Das sind alle Wirtschaftsgüter, die du irgendwie bewegen kannst, auch wenn es mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist, es zu bewegen. Das heißt beispielsweise dein Smartphone, eine Kamera, eine Leuchte, dein Schreibtisch, dein Auto. All diese Dinge, die kannst du bewegen. Natürlich das häusliche Arbeitszimmer, wenn das im Gebäude ist, kannst du nicht einfach bewegen. Dein Grundstück kannst du auch nicht einfach bewegen. Das heißt, alles, was irgendwie beweglich ist, ist ein bewegliches Wirtschaftsgut. Und ich gehe davon aus, dass du auch davon am meisten hast. Dann gibt es den Sammelposten. Auch das Thema sprengt so ein bisschen den Rahmen an dieser Stelle. Deswegen verweise ich auch auf ein Video in der Videobeschreibung. Und dann kannst du natürlich auch Finanzanlagen haben. Das heißt, du kannst natürlich auch im Betriebsvermögen, also als Unternehmen, du als Unternehmen zum Beispiel Anteile an einer GmbH halten, denn hast du eine Finanzanlage oder das Umlaufvermögen. Da die häufigste Kategorie für dich sein wird, die beweglichen Wirtschaftsgüter, schauen wir uns das einfach einmal an. Du siehst hier die Überschrift bewegliche Wirtschaftsgüter und siehst dann schon die häufigsten Kategorien. Und zwar einmal Kraftfahrzeuge, das heißt, hier kannst du deinen VW Golf reinschreiben beispielsweise oder Tesla Model X, Y
S, was auch immer, kannst du hier eintragen mit Anschaffungs- und Herstellungsdatum oder mit dem Einlagewert. Du kannst den Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums eintragen. Das sollte natürlich, also das klingt jetzt natürlich ein bisschen geschwollen, aber Beginn des Gewinnermittlungszeitraums ist der buchhalterische Wert am 1. Januar. Und du möchtest ja wissen, wie viel Wert dein Tesla oder dein VW Golf in dem Jahr verloren hat. Dafür musst du natürlich den Wert am 1.1. eines Jahres kennen, um dann zu gucken, wie viel Wert hat es verloren und wie viel Wert ist es am 31.12. Dass dann der Wert am 1.1. des darauffolgenden Jahres wieder der gleiche ist, ist glaube ich klar. Dann kannst du dir überlegen, ob da einige Zugänge stattgefunden haben. Ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig mit Tesla aus, aber wenn du da so Upgrade-Pakete gekauft hast, dann musst du das unter Umständen dazu aktivieren. Das kannst du nicht dazu nutzen, sondern es steigert aber den Wert deines Autos. Das heißt, das musst du dann zusätzlich aktivieren. Dein Vermögenswert Tesla hat plötzlich einen Zuwachs bekommen oder einen Wertzuwachs bekommen. Den müsstest du auch eintragen. Dann gibt es die Sonderabschreibung, die habe ich schon angesprochen. Die ganz normale AFA, das heißt die Absetzung für Abnutzung, die Abschreibung, eventuelle Abgänge, weil etwas nicht mehr dazu gehört. Und dann hast du den Buchwert am Ende des Gewinnermittlungszeitraums. Das ist quasi das Ergebnis, was dann wiederum der Wert des nächsten Jahres ist. Dann hast du hier Büroausstattung. Da kannst du dann deinen Drucker, dein Smartphone, deinen Schreibtisch und so weiter alles eintragen und noch eine Kategorie andere. Du siehst aber, der Aufbau ist überall gleich. Und das Schöne ist, dass wenn du Elster Online verwendest und da dein Anlagevermögen vollständig einträgst, dann brauchst du keine separaten Excel-Listen mehr oder irgendwelche anderen Aufzeichnungen, weil du bei der Erstellung der Anlage EUR ja immer auf die Datenübernahme aus dem Vorjahr klicken kannst, hast du die Daten dann auch im folgenden Jahr und musst hier nur noch die Zahlen anpassen, die für das jeweilige Jahr korrekt sind. Keine separaten Excel-Listen mehr, das kannst du alles bei Elster Online machen. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dir so ein bisschen Klarheit gebracht und du weißt jetzt, wie du deine Einnahmenüberschussrechnung in deine Steuererklärung bekommst und die dann anschließend ans Finanzamt schicken kannst. Wenn du dir jetzt aber denkst, ich bin ja kein Steuerexperte, ich möchte ja meinen Job machen und keine Steuererklärung die ganze Zeit machen, das soll doch ein Steuerberater für mich machen, dann hast du vollkommen recht. Such dir doch mal einen spezialisierten Online-Steuerberater, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Und ich habe auch einen guten Tipp. Wir sind nämlich einer und wir helfen dir gerne, deine EUR ans Finanzamt zu schicken und natürlich auch zu erstellen. Das heißt, wir nehmen gerne alles für dich ab. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir aber auch gerne die anderen Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.